ich muss unbedingt weitermachen. Mit Fragen. Noch irgendwelche Fragen? Comment? Wie? Quand? 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 Wann, oder? Quoi? Quoi? Was? Où? Wo? Laquelle? 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 Welche oder was? Welche, oder? Laquelle? Ja, welche? Welche? Comment? So, comment? Que mangent les filles? Que mangent les filles? Was essen die Mädchen? Pourquoi lit-il? Pourquoi lit-il? Warum liest er? Oder li? Li. Ja, liest. Warum liest er? Ich bin jung. Je und nicht que. Je suis jeune. Jo. Jung und schön. Jeune, jeune. So. Lektion abgeschlossen. Und geht's weiter mit Lektion 2. Combien? 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 Weiß ich nicht mehr. Combien? Wie viele? Okay. Combien? Wie viele? Wie viele? Lesquels? Lesquels? Welche? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mange? Was? Was esse ich, oder? Was esse ich? Quelles sont tes chaussures? Welche sind deine Schuhe? Lesquelles sont tes robes? Lesquelles sont tes robes? Welche sind deine Kleider? Welche sind deine Kleider? Combien? 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 Wie viel? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange? Was isst er, oder? Was isst er? Quelle robe? Quelle robe? Welches Kleid? Schon wieder fertig. Lektion abgeschlossen. Lektion 3. Est-ce que tu es nouveau? Est-ce que tu es nouveau? Bist du neu? Bist du neu? Qui est riche? Qui est riche? Riche. Qui est riche? Wer ist reich? Quel enfant? Quel enfant? Welches Kind? Lequel est ton chapeau? Lequel est ton chapeau? Dies. Nee, welcher? Ist eine Frage. Lequel est ton chapeau? Welcher ist Ost? Welcher ist dein Hut? Est-ce que tu manges du sel? Est-ce que tu manges du sel? Isst du Salz oder was? Sel? Sel. Salz. Isst du Salz? Du Salz. Quel enfant? Quel enfant? Quel enfant? Qui est seul? Qui est seul? Wer ist allein? Quel cheval est noir? Quel cheval est noir? Welches Pferd ist schwarz? Na, guck doch hin. Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est un oiseau? Oiseau. Oiseau. Das waren Vögel, oder?
Oiseau. Ah. Est-ce que c'est un oiseau? Ist das ein Vogel? Das ein. Ich wollte schon Pferd schreiben, wo ich Vogel gesagt habe. Ich weiß auch nicht warum. Wer ist allein? Qui est seul? Quel cheval est fort? Quel cheval est fort? Fort. Fort ist das. Moment. Stark oder was? Fort. Stark, tatsächlich. Quel cheval est fort? Welches Pferd ist stark? Qui est seul? Qui est seul? Qui est seul? Wer ist allein? Qui suis-je? Was, qui suis-je? Wer bin ich? Wer bin ich? Wer ist reich? Qui est riche? Où va-t-il? Où va-t-il? Ach, das war dieses, genau, das Wort, das T wird eingefügt, wenn da zwei Vokale aufeinandertreffen, ne? Genau. Où va-t-il? Wo geht er? Kann man auch sagen, wo geht er hin? Ich schreibe mal, wo geht er? Das wäre die wörtliche Übersetzung. Wohin geht er? Okay. Okay, dann wollen die das hören. Ich frage mich, ob das auch diskutiert wird. Ich bin einfach nur so neugierig, wenn ich was falsch mache. Wie auch immer. Ich glaube, das, was ich jetzt angesprochen hätte, war da gar nicht dabei. Egal. Nicht so wichtig. Kartell. Kartell. Ein Kartell oder was? Nee. Was hat sie? Glaube ich, oder? Was hat sie? Lequel est rouge? Lequel est blanc? Lequel est rouge? Lequel est blanc? Welcher ist rot? Welcher ist weiß? Quel cheval est noir? Quel cheval... Hoppala. Habe ich vertippt. Quel cheval... Cheval est noir. Quel cheval est noir? Fragezeichen. Où va-t-elle? Où va-t-elle? Wohin geht sie? Wohin geht sie? Welches Kind? Quel enfant? Eins. Quel enfant? Où va-t-il? Où va-t-il? Was hatten wir schon? Wohin geht er? Lektion abgeschlossen. Juhu. Jetzt habe ich heute schon 700 Erfahrungspunkte geholt. Ich frage mich, ist das jetzt nur in Französisch? Weil ich habe heute auch ein bisschen Englisch gemacht. Ob das dazu gezählt wird oder nicht? Eigentlich dürfte es ja nicht dazu gezählt werden, oder? Du hast Fragen gelernt. Du hast 2 Lingots verdient. Und dann machen wir weiter. Ich kann nämlich nicht aufhören. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Interessant. Ich kann noch. Bin noch fit. Verben. Präsenz 2. Ist einfach nur mehr Verben, oder? Je cours. Je cours. Cours? Was ist cours? Cours. Ich renne. Jogge. Laufe. Renne, jogge, laufe. Je cours. Ich renne. Ich laufe. Je cours. Ich wollte es abschreiben. Wieso will ich das abschreiben? Ich laufe. Il respecte la nourriture. Nourriture, das Wort kenne ich gar nicht. Respekte müsste respektieren sein. Respekt. Erachtet, respektiert, genau. Nourriture. Nourriture. Das Essen. Er respektiert das Essen. Er respektiert das Essen. J'agis. Hört sich ganz cool an. Handle. Ich handle. Ich handle. Handele. Ich handele. Handele. Handele, handele. Ach so. Ich handle, handele. Geht beides? Cool. Je crois ces mots. Je crois ces mots.
glaube diesen Worten, oder? Ich glaube diese Worte, ich glaube diesen Worten. Ich glaube diesen Worten. Ach, seine, natürlich. Manu. Elle coupe la pomme. Elle coupe la pomme. Was heißt denn coupe? Schneidet. Coupe. Mache aus, schalte ab. Sie schneidet den Apfel. Sie schneidet den Apfel. Die Küche übersetzen. La cuisine. Cuisine. Ton sac contient des légumes. Ton sac contient des légumes. Légumes war Gemüse, ne? Contient, enthält oder was? Contient. Enthält, beinhaltet. Légumes. Gemüse. Dein Beutel, deine Tasche. Deine Tasche enthält Gemüse. Tu cuisines. Tu cuisines. Tu cuisines. Ist das, du kochst oder was? Cuisine. Ja. Cuisiner oder was? Ist kochen. Du kochst. Je crois ces mots. Je crois ces mots. Seine. Ich glaube. Glaube seinen Worten. Minus. Okay, da war ein Fehler drin, das war schade. Lektion abgeschlossen. Lektion 2. Ganz schön viele Lektionen hier in dem Paket. Les enfants disent bonne nuit. Les enfants disent bonne nuit. Sagen gute Nacht. Die Kinder sagen gute Nacht. Die Kinder sagen gute Nacht. Il donne une pomme. Il donne. Das geben oder was? Donne. Ja, tatsächlich. Er gibt einen Apfel. L'homme finit sa bière. L'homme finit sa bière. Der Mann beendet sein Bier. Bier. Fini. Trinkt aus. Okay, dann nehmen wir trinkt aus. Der Mann trinkt sein Bier aus. Combien il gagne? Combien il gagne? Was war denn gagne? Gagne. Verdient. Wie viel verdient er? Wie viel verdient er? Un papillon entre. Un papillon entre. Ich höre es mir nochmal an. Un papillon entre. Un papillon entre. Un papillon entre. Papillon. Schmetterling. Entre. Kommt da rein. Okay, ein Schmetterling kommt da rein. Hey, jetzt habe ich gegen die Wasserflasche gehauen. Aua. Warum auch immer ich das getan habe. Ein Schmetterling kommt herein. Herein. Il gagne. Il gagne. Man müsste auch eigentlich auch den Plural schreiben können. Das klingt doch genauso, oder? Wenn ich jetzt schreiben würde. Il gagne. Geht auch. Er gewinnt, steht da unten. Obwohl das die Übersetzung dann falsch wäre. La fille lance une chaussure. La fille lance une chaussure. Lance. Wirft. Ein Schuh. Das Mädchen wirft einen Schuh. Das Mädchen wirft einen Schuh. Ça intéresse les enfants. Ça intéresse les enfants. Les enfants. Ça, das interessiert die Kinder. Das interessiert die Kinder.
Ah, wieder was fertig. Und Lektion 3. Il marche. Il marche. Marche. Läuft, geht, funktioniert. Er läuft, er geht. Er funktioniert. Er geht. L'oiseau meurt. Nein. Meurt. Oh, schade. Oiseau. Der Vogel stirbt. Der Vogel stirbt. Der stibberit stirbt. Er lave sa jupe. Lave. Ist das waschen oder so? Lave. Aha, cool. Ich erinnere mich noch an lavar im Spanischen. War das lavarse sich waschen? Naja, wie auch immer. Sie wäscht ihren Rock. Tu montres ta ceinture. Tu montres ta ceinture. Montre. Montre. Du zeigst. Du Uhren. Du Armbanduhren. Deinen Gürtel. Du zeigst deinen Gürtel. Elle mérite ça. Mérite, mérite, mérite. Was war das nochmal? Mérite. Verdienen. Elle mérite ça. Ah, voilà. Elle mérite ça. Elle mérite ça. Ja, schon klar. Elle mérite ça. Wieso schreibe ich es ab? Elle mérite ça. Wieso schreibe ich es ab? Ah, sie verdient das. Il marche. Il marche. Marche. L'enfant cache le chocolat. L'enfant cache le chocolat. Das Kind cache. Versteckt die Schokolade. Versteckt. Versteckelt. Versteckt die Schokolade. Ne, Cache. Gibt's da noch andere? Cache. Verstecken. Einfach nur verstecken. Okay. 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 Das Kind versteckt die Schokolade. Elle montre une mouche. Sie zeigt Mouche. Was ist denn Mouche? Mouche. Fliege. Okay, eine Fliege. Sie zeigt eine Fliege. Hä? Ernsthaft? Montre. Sie zeigt eine Mouche. Fliege? Une. Okay. Sie zeigt eine Fliege. Wahrscheinlich zeigt auf die Fliege, oder? Als andere wäre doch sinnlos. Une, natürlich. Une. Aha, Manu, manchmal solche Fehler. Je meurs. Nee. Ich sterbe. La femme et l'homme marche. La femme et l'homme marche. La femme et l'homme marche. Die Frau und der Mann gehen. Les hommes meurent. Les hommes meurent. Die Männer sterben. Die Männer sterben. Sterben. Il lave son costume. Il lave son... Moment, son costume. Er wäscht seinen Anzug. Er versteckt ein Kind. Den Satz hatten wir heute schon mal. Il cache... Il cache, 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 cache un enfant. Cache un enfant. Warum auch immer er das tut. Alle richtige Übersetzungen markieren. Sie verdient das. Elle mérite ça. Elle mérite cela. Elle mérite... Ich glaube, das ist das Einzige, oder? Ah, cela ist auch richtig. Okay, aber das Wort cela kenne ich nicht. Noch nicht. Also ich kannte es mal, aber ich habe mittlerweile vergessen, was es heißt. Alle richtige Übersetzungen markieren. Das Kind versteckt die Schokolade. L'enfant coupe le chocolat, l'enfant cache le chocolat. Le bœuf. Er wäscht seinen Hund. Il lave son chien. Il montre une vache. Il montre une vache. Er
zeigt auf eine Kuh. Elle mérite une jolie jupe. Kann man auch sagen, okay. Elle mérite une jolie jupe. Sie verdient einen schönen Rock. Pourquoi je meurs? Pourquoi je meurs? Warum sterbe ich? Weiß es nicht. Le chat marche. Le chat marche. Die Katze. Ich habe Kater geschrieben. Warum habe ich Kater geschrieben? Wollte die Katze schreiben. Kater geht bestimmt auch. Die Katze. Geht. Elle montre une mouche. Elle montre une mouche. Sie zeigt auf eine Fliege. Sie verdient das. Elle mérite ça, elle mérite cela. So. Und damit haben wir das abgeschlossen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, man kriegt immer bestimmte Sätze vorgelegt. Und wenn man die falsch hat, werden sie hinten angestellt und man kriegt sie dann nochmal vorgesetzt. Damit man auch wirklich alles mal durch hat. Okay, ich habe gedacht, die werden so mehr oder weniger zufallsgeneriert. Wie auch immer. Hoppala, bin ich schon wieder zur Taskleiste gekommen. Il neige. Il neige. Was heißt denn neige? Neige. Es schneit. Ah, es schneit. Okay, klar. Das kam mir irgendwie bekannt vor. Es Il neige. Ja, ja, schon klar. Es schneit. Je photographie le cheval. Je photographie le cheval. Ich fotografiere das Pferd, oder was? Fotografie. Ja. Ich fotografiere das Pferd. Ich fotografiere das Pferd. Clotilde, regnet es? Elle perd son chapeau. Elle perd son chapeau. Er verliert seinen Hut. L, da steht L. Ach, Mann. Je motive le garçon. Je motive le garçon. Motive. Motive. Motivieren. Okay, motive oder was? Ich motiviere den Jungen. Je motive mon garçon. Mon garçon. Je motive mon garçon. Il ouvre son manteau. Il ouvre son manteau. Er öffnet seinen Mantel und sie ruft die Polizei. L'homme offre des roses. L'homme offre des roses. Der Mann bietet Rosen an. Elle perd son chapeau. Elle perd son chapeau. Sie verliert ihren Hut. Ah. Nicht schlecht. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.